Bundesliga-Topspiel für Borussia Dortmund am Sonntag in der Bayer-Arena bei Bayer Leverkusen, Dirk. 10 Punkte Rückstand. Ist die Ausgangslage. Sollte man tunlichst gewinnen, wenn man noch mal ein bisschen oben ran schnuppern möchte. Ja, man sollte zumindest nicht verlieren. Also ich glaube, 13 Punkte, das wäre dann schon ein richtig dicker Hausnummer. Wobei wir in der vergangenen Saison auch gesehen haben, wie schnell das dann manchmal gehen kann. Aber so wie sie im Augenblick spielen, kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass da so eine nachhaltige Schwächeperiode irgendwann mal bei Leverkusen einkehren wird. Also du musst schon, auf jeden Fall darfst du nicht verlieren. Ja, du musst schon was mitnehmen. Lass uns mal untypischerweise heute ein bisschen beim Gegner bleiben oder mit dem Gegner anfangen. Leverkusen ist ja schon so die Benchmark in dieser Saison. Gewinnen eigentlich fast alles. Ich glaube, zweimal unentschieden oder einmal unentschieden bislang. Einmal unentschieden, 18 Siege. Die letzten 14 Spiele alle gewonnen. Gut vorbereitet. So kennt man dich gar nicht. Was macht so die Stärke der Leverkusener aus? Dass die richtig gut Fußball spielen können, wissen wir ja aus den vergangenen Jahren. Aber sie haben es halt nie konstant auf den Rasen gebracht. Was ist da dieses Jahr anders? Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, dass sie so ein paar Typen dazugeholt haben, die jetzt für richtig Stabilität sorgen. Xhaka im Mittelfeld ist, glaube ich, so wirklich der Chef von allem. Und auch Leute haben, die dann eben auf ihren Positionen eigentlich fast das Optimale so rausholen. Wenn du Boniface nimmst, das konnte man, glaube ich, wenn du aus der belgischen Liga kommst, jetzt nicht so erwarten, dass einer dann gleich so einschlägt. Er hat jetzt auch eine kleine Durststrecke gehabt, hat aber jetzt am Donnerstag wieder getroffen. Grimaldo auf der linken Seite, absolute Überraschung, auch positive Überraschung. Und sie haben, glaube ich, jetzt auch einen Trainer, dem alle zuhören und dem alle vertrauen. Und sie geben ihm sehr viel zurück. Die Mannschaft spielt sehr stabil. Sie haben perfekten Mix eigentlich aus Tempo, aus Ballbesitz, aus Ballzirkulation auch eben. Das sieht alles sehr, sehr rhythmisch aus, gewollt aus und auch gekonnt aus. Also eigentlich schon wirklich eine richtig gute Mannschaft jetzt. Und im Vergleich gesehen, was fehlt dem BVB, um dann auch mal so eine Serie zu starten? Ja, wir reden immer über Konstanz, ne? Also wir haben jetzt in Mailand wieder bis auf die ersten 10 Minuten vielleicht, würde ich mal sagen, wo es dann eben mit dem Elfmeter auch hätte schwierig werden können, doch schon eine sehr, sehr gute, konzentrierte Leistung gesehen. Das war in vielen Spielen aber auch eben nicht so. In Newcastle war es auch gut oder gegen beide Spiele gegen Newcastle. Gerade in der Bundesliga haben wir halt viele Phasen auch da gehabt, wo innerhalb des Spiels Probleme auftauchten und es eine Phase gab, wo ein Gegner stark gemacht wurde, wo man Gegner auch wieder ins Spiel hat reingelassen. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, dass man einfach auch in der Liga Konstanz braucht innerhalb der 90 Minuten und so diese Ausreißer nach unten vor allen Dingen, dass man die vermeidet. Gut, dann gehen wir jetzt auch zum BVB über. Jetzt Leverkusen, danach Mittwoch Stuttgart im DFB-Pokal, dann Samstag Leipzig, Bundesliga-Topspiel nochmal, dann ein richtiges, auch richtig firmiert, dann am Samstagabend. Wären schon knackige 6-7 Tage jetzt. Ja, wir sind ja jetzt in dieser Phase, wo eben, wenn man Mailand noch dazu zählt, danach Paris noch vielleicht dazu nimmt in der Woche drauf. Das sind dann halt 4-5 Spiele jetzt, wo es wirklich in jedem Spiel um sehr, sehr viel geht. Und der Start war jetzt schon mal verheißungsvoll. Man ist ja durch. Man will aber auch Erster werden in der Champions League, in der Gruppe, weil das, glaube ich, in diesem Jahr tatsächlich dann ein Vorteil wäre, so wie die Konstellation im Augenblick ist. Und in der Liga darf man nicht abreißen lassen. Und ich weiß nicht, 4 Punkte aus den beiden Spielen jetzt, Leverkusen-Leipzig, das wäre, glaube ich, schon in Ordnung. Wäre natürlich besser, wenn beide gewonnen werden würden, aber da gibt es dann eben auch noch Gegner, die was dagegen haben. Es ist schon wirklich jetzt die Prüfung auf dem höchsten Niveau, nachdem es zu Saisonbeginn ja auch dann eher gegen Gegner aus dem unteren Drittel ging. Und dadurch, dass man damals eben auch ein paar Punkte hat liegen lassen, ist man, glaube ich, jetzt so ein bisschen 2-3 Punkte hinter dem Soll und daher auch in Zugzwang. 2 Punkte sind zum Schnitt bislang in dieser Saison. Ich glaube, das ist solide. Ja, das ist eigentlich in Ordnung, aber Aki Watzke hat es ja jetzt mehrfach auch gesagt, auch bei uns im großen Exklusivinterview nochmal, 2-3 Punkte mehr hätten alle eigentlich ganz gut gefunden. Dann würde man, glaube ich, über auch eine andere Herangehensweise vielleicht reden. Vielleicht muss Borussia Dortmund tatsächlich ein bisschen aktiver sein, als sie es ohnehin sein wollen am Sonntag jetzt, weil es steht schon viel auf dem Spiel und du willst, glaube ich, Nahziel ist jetzt, glaube ich, erstmal den Abstand vielleicht bis zur Winterpause ein bisschen zu verkürzen. Da sie aber ansonsten alles gewinnen, musst du es halt dann im direkten Duell auch irgendwie regeln und von daher ist der Druck schon so ein bisschen natürlich eher bei Borussia Dortmund, aber Druck hat die Mannschaft sowieso jede Woche. Kostet 5 Euro der Spruch, weiß Bescheid, ne? Kommen wir dann zu unserem Lieblingsthema Personal. Da war ja in Mailand schon
ganz viele Fragezeichen dabei, ganz viele Spieler, die angeschlagen waren, grippal. Diese Grippewelle, wie Edin Terzic die gerade auf der Pressekonferenz bezeichnet hat, hat sich leider durchgezogen. Niklas Süle, Rami Benzebaini und Salih Özcan, fraglich bis sehr fraglich bis sehr, sehr fraglich. Ja, das ist so und das sorgt dafür, dass es eigentlich da wenig Geheimnisse gibt auf den Positionen. Also du hast dann ja im Prinzip für die beiden defensiven Außenbahnen, hast jetzt noch Rajasson und Wolf. Na, alles andere wäre so ein bisschen dann natürlich, gut, Meunier wäre auch in der Theorie noch da. Ich weiß nicht, ob wir den dann tatsächlich auch nochmal wieder sehen auf dem Platz. Aber die erste genannteren sind jetzt, glaube ich, dann die einzig verbliebenen Alternativen. Und deine Abwehrformation stellt sich damit im Prinzip von alleine auf. Du hast relativ wenig Möglichkeiten, da zu reagieren, wenn was passiert. Und auch im defensiven Mittelfeld bleiben wir dann ja wahrscheinlich bei Emre Can und bei Marcel Sabitzer. Die anderen, die jetzt am Dienstag auch angeschlagen so ein bisschen waren und gespielt haben, haben ganz normal trainiert. Von daher sollten die auch wieder bei Kräften sein. Das ist ja immer der Punkt, wenn du 4-5 Tage krank warst und dann wieder gesund bist, heißt das nicht, dass du sofort voll fit bist und voll belastbar bist. Aber zumindest Stand jetzt scheinen die anderen alle zu können. Und ja, bisschen schade, dass eben so die Alternativen dann eben auch fehlen. Und von daher so viel Geheimniskrämerei gerade hinten ist dann nicht möglich vor dem Spiel. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Alles beleuchtet. Alle Infos zum Spiel natürlich bei uns auf der Homepage www.ruhrnachrichten.de/bvb. Und Dirk hat es gerade schon angesprochen, unser großes Exklusivinterview mit Hans-Joachim Watzke geht am Sonntag um 9 Uhr. Ich habe es vorhin noch einmal gegengelesen, fertig gemacht. Kleinen Ausschnitt haben wir schon online zur VAR-Geschichte. Das hatte Watzke ja auch auf der Jahreshauptversammlung schon mal mit deutlichen Worten kritisiert, dass man da eine andere Lösung für sinnvoll hält. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Also Sonntag 9 Uhr auf jeden Fall als Auftakt für den Spieltag. Gerne lesen, Abo abschließen und ja, da gucken wir, dass wir hier nicht festfrieren im weiteren Verlauf des Tages und freuen uns auch auf das Spiel in Leverkusen. Das hat ja in den vergangenen Jahren immer viel Spektakel, viele Tore, 4-3, 3-4 mit Alcacer, waren schon geile Spiele. Hoffen wir, dass es ähnlich spektakulär am Sonntag wird. Bis dahin, tschüss!